Bitte, nimm meinen Talisman. Gib ihn den Farnfeldern. Lindere ihr Leid. Die Kranken, sie sollen weiter hoffen dürfen. Ich könnte den Talisman auch behalten. Bitte, Bruder. Jemand muss sie führen. Allein sind sie verloren. Und die Seuche wird niemals geheilt. Wenn meine Seele schon in die Niederhöllen fährt, dann soll wenigstens mein Leben einen Sinn gemacht haben. Der Talisman. Was ist sein Geheimnis? Ich glaubte, er würde mich von der Gabe befreien. Doch ich lag falsch. Mein Tod beweist, dass Azariel recht hatte. Der Talisman ist unvollständig. Er ist nur Teil des Heilartefakts. Wenn ich Ulef den Talisman gebe, kann er die Ausgrabung weiterführen? Glaubst du wirklich, dass die Farnfelder das Artefakt finden und die Seuche heilen werden? Ich habe nicht den leisesten Zweifel. Der Talisman. Was ist... Hatten wir schon. Gut, ich finde eine Lösung für Farnfeld. Doch ich muss wissen, wo Kalandra ist. Das ist egal, Chiron. Wenn du sie wieder siehst, werden die Gaben euch zwingen, euch zu töten. Dann sag mir, wie ich diesen bösen Zauber brechen kann. Nur ein Dämon kann ihn aufheben. Ich durchbreche das Ring der Erwachten. Azariel wird niemals siegen. Ich wollte nicht, dass es so endet. Danke, Bruder. Danke, dass... Tja, das ist es halt. Die Ziele waren vielleicht in Ordnung, gut. Aber die Methoden... Naja. Oh. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Erstmal ausrüsten, bevor sie mich jetzt auch noch angreift. So, wir haben neue Ausrüstung bekommen. Mehr Rüstung, aber auch mehr Behinderung. Gabenschaden 4% brauche ich nicht. Gabenschaden. Toll! Ich benutze meine Gaben, ich bekomme aber ständig irgendwas über die Gabenschaden. So, okay. Gendlers Glücksbringer. Hier. Was? Der senkt Gabenkontrolle? Das macht doch keinen Sinn. Gendler würde ihn zerstören, Ulef hält den Kröt aufrecht. Tja. Oh, ich habe einen Ring bekommen. Den habe ich aber an, ne? Ja, den habe ich an. Gut. Gammert ist tot. Ja, das ist er. Jetzt bin ich überrascht. Hätte nicht gedacht, dass du darüber dreinschaust wie ein Praios-Novize, der beim Hütchenspiel beschissen wurde. Ich auch. Und ich hab noch eine Überraschung. Hoffentlich besser als die erste. Attraktiv, jung und tot. Du? Genau. Ich bin nicht in die Niederhöllen gefahren. Obwohl Gammert tot ist. Ist das nicht toll? Stimmt. Was mit Reo? Was ist denn nun mit deinem Reo? Oh, Reo. Mein Reo. Meinst du, er wird mich auch als Untote lieben? Bestimmt. Wenn ihr es beide ernst meint, muss er dich so lieben, wie du bist.
Und ich bin mir sicher, Rio würde zumindest gern etwas über dich singen. Auf einer Harfe mit Spinnenseide. Wie romantisch. Kann ich jetzt gehen? Ich werde nun nach Farnfeld aufbrechen. Ich hoffe, du triffst die richtigen Entscheidungen. Das wünsche ich dir auch, schöne Latika. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Vielleicht. Um Himmels Willen. Du bist zurückgekehrt. Ja. Aus der Grube? Ja. Wie Garmat. Und du trägst seinen Talisman. Du, ihr seid der neue Erlöser. Rio, ich bin nicht der Erlöser. Nur der wahre Erlöser verleugnet seine Göttlichkeit. Was? Ihr offenbart euch gerade rechtzeitig, Erlöser. Garmats Flucht hat die Leute verunsichert. Genla hat Ulef gefangen genommen und predigt von den alten Göttern. Sie will unseren Glauben zerstören, Erlöser. Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Orkmist. Bring mich zu Genla, schnell! Wie ihr wünscht, Erlöser. Um Gottes Willen. Lang genug habt ihr in Sünde gelebt. Doch jetzt hat sich der Wind gedreht. Ein Sturmwind hat den Samen des Glaubens nach Farnfeld geweht. Genda, was tust du da? Das Volk von Farnfeld spricht sein Urteil über jene, von denen es hintergangen wurde. Lang genug hat Ketzerei an diesem Ort geherrscht. Garmat war ein Betrüger und Ulef sein Lakai. Garmats Flucht hat es bewiesen. Und auch Ulef wird seine Missetaten bald gestehen. Kairon, du bist hierher zurückgekommen. Garmat ist besiegt. Du trägst seinen Talisman. Auf welcher Seite stehst du? Für Genla und die Wahrheit. Da ich ja durchaus den 12 Göttern angehöre. Garmat hat euch alle betrogen. Er war nichts als ein Nekromant, der seine Macht aus diesem Talisman zog. Damit hat er eure Schmerzen gelindert, aber auch eure Sinne genarrt. Das Paradies, das eure Toten aufnehmen sollte, war eine Lüge. Garmat benutzte ihre untoten Körper und ließ sie jenseits der großen Schlucht nach magischen Schätzen graben. Sie wurden nicht nach den göttlichen Geboten bestattet. So konnten die dämonischen Kräfte des Sumpfes ihre Körper in Besitz nehmen. Niemand weiß, was aus den Seelen eurer Auserwählten wurde. Die Wurzel des Übels war dieser Talisman. Er verführte Garmat und Ulef zu ihren Untaten. In eurem Namen werde ich dieses Instrument der Niederhöllen weit fortbringen, auf das es keinen Schaden mehr anrichte. Ihr habt gut gesprochen, Kairon. Und nun, im Namen der Göttin, soll das Urteil über jene gesprochen werden, die dem Frevler dienstbar waren. Ulef. Lügner, Feigling und Dämonenknecht. Mit deinen Worten und Taten hast du Dutzende Seelen ins Verderben gestürzt. Wir können dich nicht länger unter uns dulden. Oh, Arusha freigeschaltet. Mishkaras Heim, Mishkaras Willkür. Okay. So, ich rette Ulef aber, da er ja eigentlich auch nichts dafür kann. Er wurde ja erpresst. Doch bedenk, Genla. Die Seele von Ulefs Tochter Latika war in Garmats Gewalt. Ulef hat euch belogen, um sein eigenes Kind zu schützen. Ein frevelhafter Handel. Und Frevler erwartet der Tod. Wollt ihr ihn wirklich verdammen, weil er Menschen Hoffnung gegeben hat? Sind nicht schon genügend Menschen gestorben? Garmat hat dem Dorf eine Wunde zugefügt. Du bist hier, um zu heilen, nicht um Leben zu nehmen. Die Göttin Peraine lehrt keine Rache. Sie lehrt Barmherzigkeit. Kairon spricht mit Fexens Zunge. Auch wenn ihr recht habt. Der Schurke muss bestraft werden. Ich verbanne Ulef. Und jeder, der ihm weiterfolgen will, soll das Dorf verlassen. Lasst euch niemals wieder blicken, auf dass wir endlich wieder Frieden finden. Da bin ich schon eher zufrieden. Kairons Fürsprache rettete Ulefs Leben. Zwar hatte er die Farnfelder jahrelang belogen,
Jedoch erkannten sie seine guten Absichten an und ließen ihn darum in Frieden ziehen. Dann gingen sie an den Ort, den Gamad ihnen als Paradies verkauft hatte. Mit Hacken und Sensen erlösten sie ihre Freunde und Verwandten von ihrem kläglichen Dasein als Untote. Für viele Kranke war dies das Letzte, was sie taten. Doch bei jeder Totenmesse, die Genla künftig las, wussten die Farnfelder, ihre Seelen waren gerettet. Sie konnten wieder zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das uralte Geheimnis der Alhania jedoch, dass die Seuche hätte heilen können, blieb im Krallenmoor versunken. Chiron zog weiter. Er musste wissen, wie und warum Azaril ihn mit magischen Kräften gesegnet und dadurch zu Kalandras Todfeind gemacht hatte. In Warung sollte er Antworten erhalten. Zurück nach Warung, das ist ja toll. Tja, ja, so schaut's aus. Wir haben zwar die Farnfelder befreit von der Seuche, also von den Untoten, dass sie ständig als Untote immer wieder aufstehen. Aber das Geheimnis um das Heilen der Seuche wird weiter verborgen bleiben. So, wir sind also wieder zurück. Ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen was zum Kampf verwalten. Ach, das ist jetzt schon Höchststufe. Okay, das ist interessant. Das kann ich bloß noch über den Stud. Das ist interessant, das ist wirklich sehr interessant. So, Heilkunde. So, mehr Pfeilchen, mehr Überreden. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das wieder brauchen werde. Dass Falk ein Verräter war. So ein stattlicher Kerl. Tja, so kann's kommen. Was? Och nö. Geh doch einfach sterben. Ja, super. Das ist es also, ja? Ich werde stärker, also werde ich einfach mehr. So, was war das? Oh, das war nicht ein Hochschlag. Das ist ein Hochschlag. Stirb doch einfach. Das ist Chiron, der diesen Schattendämon auf dem Marktplatz zerschlagen hat. Was ist denn los? Hey, dieser Bastard. Jetzt hat der Drache ihn mit Haut und Haaren. Ihr beide seid Feinde, seit ich euch kenne, Hauptmann. Diesmal ist es anders. Zuerst dachte ich, er will sich für ein paar alte Geschichten rächen. Sähe ihm ähnlich, dass er deinen Waffenstillstand bricht. Aber es hat nicht aufgehört. Er behauptet, er will die Warunker von irgendeiner Knechtschaft befreien. Nennt sich seit neuestem Beschützer der Vergessenen. Aber in Wahrheit schlachtet er alle ab, die ihm nicht passen. Frauen, Kinder, er ist verrückt geworden. Das ist kein normales Verbrechen mehr, Junge. Das ist Krieg! Hauptmann, was wollt ihr von mir? Dich warnen. Was sonst, Junge? Parel wird sich irgendwann an dich ranzischeln und seine dreckigen Lügen erzählen. Du darfst ihm nicht glauben, Junge. Rogelin Draxasch. Glaub diesem Schurken kein Wort. Ich werde aufpassen, Hauptmann.
Und wenn dir irgendjemand von Parels Arschkriechern begegnet, mach kurzen Prozess. Die haben es alle verdient. Gautosha Mortobosch. Das ist Chiron, der diesen Schattendämon auf dem Marktplatz zerschlagen hat. Ja, das bin genau ich. Ist das nicht toll? So, wo ist denn jetzt... Er ist noch jung und hat starke Arme. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Das stimmt. Da wäre ich jetzt auch gerne. Nee, da war ich schon mal. Achso, das ist das, was ich nicht lesen konnte. Parel startet also gerade alle ab, ja. Ist natürlich jetzt die Frage. Ein Verräter war so ein stattlicher Kerl. Ist Parels der nächste Erwachte? Entschuldigen Sie, aber ich muss hier durch. Lalalala. Steam Train. Eine befreite Stadt, hm? Befreit von Hoffnung vielleicht. Der Mann liegt beinahe friedlich da, als würde er schlafen. Aber das Blut um ihn ist ein verdammter See. Kehle aufgeschlitzt. Man könnte meinen, die Garde mache saubere Arbeit. Wahrscheinlich ist er hier an seinem eigenen Blut erstickt, bevor er bewusstlos wurde. Wenn Kartell und Garde jemals mit Bandagen gekämpft haben, dann haben sie heruntergerissen, während du im Krallen warst. Irgendwas war hier gerade am Klingeln. Chiron, ihr seid zurück. Hochwürden. Markgraf? Es freut mich, dass ihr diesmal bei Bewusstsein seid. Habt noch einmal vielen Dank für euren Einsatz zum Wohle der Stadt. Wie lautet euer Bericht? Dieser Gamat war ein Paktierer. Er hat im Krallenmoor einen lästerlichen Kult gegründet und die Geweihte des Dorfs Farnfeld entmachtet. Ich habe den Kult zerschlagen und die Geweihte tut nun wieder ihren Dienst. Recht so. Es ist das Seelenheil, was zählt. Gerade in diesen Zeiten. Nehmt diese Belohnung. Möge Rondra mit euch sein. Und seht euch künftig vor. Das Böse kommt in den Schattenlanden oft unerwartet. Meine Leute können nicht überall sein. Zumal eure Leute ja in erster Linie mit dem äußeren Feind beschäftigt sein sollten, Zen-Meister. Umso erfreulicher ist es, dass es keine Unstimmigkeiten darüber gibt, wer den Beschwörer exekutieren wird, den meine Leute gefangen setzten. Meines Wissens nach war das ein gewisser Verräter. Einer, der nicht nur in eurer Stellvertretung, sondern auch beim Amt des Seuchenvogts eine Lücke hinterließ. Super, Zen-Meister Markgraf streiten sich und ich weiß nicht, ob es gerade auffällt, aber die schauen beide in den Himmel. Sie gucken mich nicht an und auch nicht sich selbst, also sich gegenseitig. So, mehr Informationen. Was ist passiert? Zennenmeister von Turjelev. Ihr seid der Oberste der Rondrianer hier in Warung, nicht wahr? Wenn euch Titel etwas bedeuten, der Zennenmeister vertritt das Schwert der Schwerter. Das Oberhaupt der Rondra-Kirche. Merkwürdiger Titel. Das Schwert ist die Königin unter den Waffen. Es ist einfach, ehrenhaft und ohne Falsch. Und gerecht genug, um damit Zweikämpfe zu führen, die Falks Mitverschwörer unter die Erde brachten. Wenn ihr es so sehen wollt. Markgraf, ist euer Platz nicht eigentlich in der Oberstadt? Es ist aber nicht so, dass ich mich nicht gerne unter die Menschen mische. Ich sehe genauso gern den Tischlern zu, wie ich einen Abend in den Gärten dort oben verbringe. Aber ihr habt recht. Normalerweise ist Hauptmann Vergolosch für die Unterstadt zuständig. Derzeit erfordern jedoch gewisse Entwicklungen meine Aufmerksamkeit. Okay, was ist passiert? Sind sie beide verrückt geworden? Der Beschwörer bekommt also endlich seine Strafe. Wisst ihr mehr darüber, warum er Dämonen in Wahrungsmauern geholt hat? Seine Taten waren zu waghalsig für einen Magier.
Sein dämonischer Meister wird sie ihm befohlen haben. Oder Falk. Wir haben Antworten von ihm gefordert. Aber er schwieg. Und eure Göttin mag die Methoden nicht, die es gibt, um Antworten von jemandem zu erzwingen, richtig? So oder so. Das Schwert ist zu gut für ihn. Darum wird er hängen. Eine Befragung wäre Zeitverschwendung. Ich verstehe.